Offiziell ging es nicht um China beim Treffen der drei Staatschefs von Japan, Südkorea und den USA. Doch glaubt man von US-Präsident Joe Biden, dann waren Spannungen mit Peking in Camp David, der Sommerresidenz des US-Präsidenten, doch Thema. I'll just say this, the summit was not about China. That was not the purpose of the meeting, but it did come, China obviously came up. Not to say we don't share concerns about the economic coercion or heightened tensions caused by China, but this summit was really about our relationship with each other and deepening cooperation across an entire range of issues that went well beyond just the immediate issues we raised. Es ist das erste Mal, dass Japan und Südkorea an einem Tisch sitzen und über ihre seit dem Zweiten Weltkrieg schwierigen Beziehungen reden. Alle drei Staatschefs betonen aber, dies sei ein neues Kapitel für ihre Beziehungen. China ließ unterdessen mitteilen, man sei nicht glücklich mit der Idee eines solchen Gipfels.